Hallo Community und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded, unser Spiel und ja, was haben wir vor? Viel, wie immer. Ja, wir wollen die Bombardierkäfer zusammen mit Marcel machen. Also hier heißt er Bartholomäus. Und ist mit der Hubs unterwegs. Und ja, was haben wir vor? Viel, wie gesagt. Mal kurz gucken wegen der Uhrzeit. Das geht auch so. Ich würde sagen, wir warten noch einen kleinen Moment. Dann können wir nämlich noch mal schlafen. Und in der Zeit, bis das soweit ist, würde ich sagen, besorge ich noch schnell ein bisschen was zu trinken. Ach so, ja, hallo Marcel erstmal. Hallo, schön, dass du dich auch mal erwähnst. Ja, irgendwie habe ich dir keine Zeit gelassen zu reden. Entschuldigung. So, da wollen wir doch mal schnell schauen, dass ich hier noch ein bisschen was zu trinken kriege. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du noch zu trinken? Ach so. Moment, die Hälfte ungefähr. Ich suche mal gerade die Flasche. Ich meine, ich habe sie hier gesehen. Ne, Wurfspinne. Da hinten bei dir kann es nicht sein. Also im Video ist sie da hinten gefallen. Warte. Nee, ich hatte mal kurz reingeguckt, wo die hingesch ja, sein könnte und sie liegt hier, wo ich stehe. okay, dann ist sie wohl gegen das Blatt geknallt. Noah, komm bloß nicht her, die Wolfsspinne ist da. Okay, dann bring du mir bitte das Trinken her. Ich nehme die auf jeden Fall mit. So. Hui. Okay, dann wollen wir noch mal schauen. Ich würde sagen, Wasserflaschen und so weiter, wir geben das über die Kisten weiter. Ja, das ist eine bessere Idee. Denn es Ja. muss ja nicht sein, dass irgendwas wieder abhanden kommt. Okay, die liegt drinne. Dann bitte entnehmen deine Leere raus. Also da rein. Moment. Ja. So, das. Ja, da ist sie. Sehr schön. Gut. Ich denke mal, mit einer sollte ich eigentlich auch hinkommen. Aber egal, egal. So, dann wollen wir mal die Zeit schinden hier. Okay, Und ausgeruht. Wie bitte? ich hätte jetzt trinken sollen. Und nicht wohin gerade. Naja, gut, nicht so schlimm. Ich muss ja jetzt auch wieder trinken. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall jetzt versuchen. Ja, erstmal fix die Keule reparieren. Ja. Und dann lass mal kurz gleich nochmal zu Burgle. Nach Ich habe Bubble. nämlich letztes Mal Dings geholt. Wie Ja. ist das Zeug? Seerosenwachs. Das müssten wir jetzt mal analysieren. Ach so, ja, genau. Da hatte ich doch was gesehen gehabt, zufälligerweise unter der Seerose. Genau, da wachsen die immer. Genau. Dann ist es das. Okay, da muss ich nochmal schnell runtertauchen. Wir haben nichts zu trinken. Nichts zu trinken da. Okay. Lauf, lauf, lauf. Und der Lauf, Bug ist kleiner weg. Piet. Schade. Ja, mir ist später eingefallen, der das Tutorial, dadurch, dass du jetzt das erste Mal eingeloggt gewesen bist, sozusagen wie ein Neuspieler, dass das Tutorial wahrscheinlich bei dir das angezeigt hat. Weil mir fiel nämlich ein, das ist bei mir ja am Anfang auch gewesen. Und dementsprechend beim zweiten Mal bin ich der Meinung, war das dann schon nicht mehr. Was? Wow! Analysiert. Schleimlaterne, alles klar, Das sind schön. die guten. Und ich hatte sogar erwähnt gehabt, dass das Tutorial war. Ja, hast du auch erwähnt. Ja, ist mir nur nicht gleich eingefallen. Bis dann später ist mir das dann eingefallen, dass du genau das meintest. Und ich sehe mal wieder keinen Tropfen. Also irgendwie war das nachts besser. Ja, habe ich wieder gesehen. Das war ja schlimm. Ja, das war unfassbar viel. Und jetzt muss ich. Ah, da hinten ist einer. Hier. Yeah. Und ich sehe auch Aber. öfter mal, dass ich was übersehe. Also übersehen. Na, komm. Ja, sehr oft sogar. Ja, aber ich sag mal so, es gibt so viel zu sehen. Da sind Kleinigkeiten dann ja nun auch nicht unbedingt. Sie stechen nicht sofort ins Auge manches Mal. Aussehen sind wie Popolöcher. Jeder hat eins. Was? So, hier haben wir was zu trinken.
Ah, hier liegt auch noch was. Okay. Ja, dann würde ich sagen, für den Anfang sollte das reichen. Ich habe keinen Durst mehr. Hunger hatte allerdings. Ja, Hunger habe ich auch, aber kein Problem. Hier vorne sind Pilze. Pilze? Wo, wo, wo? Ach ja, genau. Die stimmt, die kann man ja auch gleich essen. Genau, die müsstest du klein hacken. Ja. Weil ich habe keine Axt. Okay. Ah, Moment, nee, Fliegenpilz. Eine Zweier-Axt, also da brauchen wir auch Insekten-Axt. Okay. Aber ich habe was zu essen, das reicht. Also heute machen wir ja auf jeden Fall die Uhr. Oh, gut. Nichts passiert. Hui. Moment, Pilze. Da sind Pilze. Da sind sie. Mal kurz die Ansicht wechseln hier. Gut. Und gleich mal essen. Das bringt ja fast gar nichts. Also noch mehr Pilze. Uhu. Also in der Ansicht hier. Uiuiui. Das ist mir irgendwie zu dicht. Das ist mir alles zu dicht hier irgendwie. Das ist... Ja, ich sag mal, Minecraft-Spieler haben sich dann sehr schnell gewöhnt. Gut, das mag sein. So, Moment, was war das? 6 Essen. So, weiter, weiter, weiter. Und gut, ich bin satt. Ja, ich jetzt auch. Also, der Piti. So. Boah, ist da in Sicht raus. Ich. Oh. Na, das ist voll seltsam. Voll getrunken bin ich auch. Weiß gar nicht, wie ich die ersten Folgen geschafft habe, in der Ich-Perspektive zu spielen. Aber naja, es hat ja geklappt. Okay, du hast genügend zu trinken. Das ist schön. Ich habe hier gerade noch einen Tropfen gefunden. Den werde ich noch schnell einsacken. Und du meintest, es gibt irgendwo eine Stelle, wo es leichter ist, die zu bekommen. Moment, ich muss ausrüsten. Da. Komm zu mir und dann gehen wir Richtung Hake. Dann müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil da ist auch Nebel. Okay. Also Gift. Okay. Hake, Hake, Hake. Habe ich die schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo du überhaupt bist. Momentan sehe ich dich gar nicht. Also ich bin jetzt, oh Gott, 307 cm entfernt. Ich habe doch jetzt 360 Grad, denke ich mal. Jo. Und ich sehe dich nicht. Ach doch, da, 308 cm. Jo. Ja, beim letzten Mal konnten wir ja nicht sehen, wie weit wir voneinander entfernt gewesen sind. Ganz einfach, das geht über die Optionen. Über die Optionen, nicht über das Inventar. Denn mir ist nicht aufgefallen, oder uns, dann die Spielerdistanz einfach auf, ja, so stand es ursprünglich auf aus, einfach auf an und schon läuft es. Das heißt, anwenden, noch? Ah ne, es ist ja noch aktiv. Hat sich jetzt in nichts geändert, okay. Gut, dann wollen wir auch schon mal weitermachen. Und ich komme. Ich komme. Na, die Eichel ist auch wieder da. Und die auch. Okay, also noch einmal schlafen, spawnen die scheinbar wieder. Sehr praktisch. Ja, die spawnen relativ schnell nach. Mhm. Das ist auch gut so, finde ich. Weil ja, ich meine, so ein... Massenhaft. Naja, ich meine, wenn wir es genau nehmen, eigentlich... hier komme ich nicht hoch, doch. Wenn wir es genau nehmen, so eine Eiche hat ja nun nur einmal im Jahr Eicheln. Eigentlich. Und das dürfte ein bisschen schwierig werden, wenn wir alles wegsammeln, weil irgendwie, glaube ich, haben wir keine weitere Saison hier. Und dementsprechend, ja, würden ja keine neuen nachkommen. Also, dass wir da die nachspawnen lassen, finde ich super. Ja, ich denke mal, da wir noch nur eine Jahreszeit haben, ist das so normal. Wenn die denn das mit den Wechseln machen, denke ich mal, wirst du in den Winterzeiten oder so nichts haben. Okay, na, schauen wir mal. Na gut, ich habe ja noch immer die Eichelrüstung und das sollte ja, ja, eigentlich ist es ja das Einzige, oder nee, fast das Einzige. Wo muss ich hin? Da. Fast das Einzige, wo müssen wir, nee, da müssen wir nicht lang, da. Ist ja so ziemlich das Einzige, wo ich die letztendlich auch brauche. Stopp. Was denn? Stopp. Stopp. Was? Hau mal hier die Sonnenblume um. Sonnenblume? Wo ist eine Sonnenblume? Na hier, die Pusteblume hier. Moment, jetzt sehe ich dich wieder nicht. Ich bin über dir. Über mir?
Da, Ach, da! Da! Ich komme. ich glaube, ich crafte dir eine Wie bitte? Mahnbrille. Ich glaube, ich crafte dir eine Mahnbrille. Na, wieso? Habe ich da noch Röntgen im Blick? Nee, siehst du vielleicht besser. Aha. Hier, da. Du meinst. Ach, Musterblume. Pusteblume. Du hast doch eben Sonnenblume gesagt. Ja, danach hatte ich mich korrigiert. Ach so, dann habe ich das nicht mitgekriegt. War ich da wahrscheinlich wieder am Quatschen, oder? Oh, nee, Vorsicht. eigentlich nicht. Nee, okay. Komm schon. Na, komm und Hau mal los. zu wie ein Mann. Ja, was soll ich machen, wenn der Petey nicht mehr kann? So. Ja, komm, hier. Okay, bin auf dem Weg. So. Was haben wir denn? Oh, was ist das? Leiter. Ein Krautstängel, den lasse ich mal hier. Ja, aber das da drunter solltest du nehmen. Ah, ja. Dann habe ich auch gleich wieder was zum Analysieren. Und da ist auch noch einer. Na komm. Schauen Das wir nehmen wir noch. auch noch mit. Haben wir hier noch einen Ersatz für mich? Jo, wenn nicht, dann gebe ich dir den halt rüber. Nö, egal. Ach, hast du Ist schon schon wieder einen? da. Hast du Ist schon schon, einen? ja, einen habe ich schon, ja. Ach so. So, dann Gut. gucken wir auf die Karte. Wir sind richtig in diese Richtung. Okay. Kann ich eine Wegmarkierung bauen? Ich guck mal schnell nach im Inventar. Dann würde ich sagen, Dann guck. ja. Denn das wäre ja praktisch. Dann kann ich mir die Stelle ja auch markieren. Nee, musst du So, eigentlich gar nicht. Du meinst nicht? kannst ja einfach mal die Karte gucken Ja, kann und ich diese auch machen. lange Stängel da links. Du bist? Diese lange Stängel da. Auf der Karte. Ja, das ist die Ach Hake. so. Der lange Stängel? Ja? Also da, wo wir jetzt sind, da dieser Nein, Stab. wenn du jetzt geradeaus guckst. Du bist gut geradeaus. Oben meinst du? Oben, unten? Wenn du auf der Karte guckst, die mysteriöse Maschine. Ja. Weiter nach links hast du so einen Stängel, so einen Strich. Das ist die Mysteriöse Hake. Maschine habe ich. Weiter rechts hast du gesagt? Links. Links. Ein Also Stängel. Südwesten. Ach, das hier soll wahrscheinlich die Hake sein. Alles klar. Jetzt Genau. weiß ich, was du meinst. Da dackeln wir jetzt hin. Ja, dann folge ich dir. Und denk dran, das sind die Teile, die dich voll sauen. Man muss ja aufpassen, wie man es ausdrückt, heutzutage. Richtig, ganz genau. Voll sprotzen. Ich denke mal, das kann man sagen. Ah, hier, das ist übrigens die Gegend, die ich erwähnt hatte, wo ich meine Base hatte. Ach so, das hier. Ja, den Schuhabdruck, den habe ich schon mal gesehen. War mir aber nicht ganz sicher, habe ich gedacht, no, hältst mal lieber den Mund, bevor der hier irgendeinen Mist erzählt. Das ist übrigens eine Katze oder ein Ups. Hund. Was? Wo ist hier Katze und Hund? Die Fußspuren. Ach so. Wäre im Winter witzig, wenn dann wirklich irgendwann mal eine Katze oder so kommt. Naja, vielleicht besser nicht. Weil, uah! Genau, den habe ich nämlich auch schon gesehen, da bin ich auch schon mal runtergefallen. Aber es macht ja eigentlich nichts. So. Ach, hier am Baseball sind wir wieder. Schön. Ich gehe mal wieder in Lange nicht gesehen. Ich-Perspektive. Da. Da ist er. So, jetzt wird schon wieder ein bisschen giftig. Also hier Jetzt rum. schon? Ja, giftig ist nicht gut. Ja, da sollten wir uns tatsächlich verkneifen. Aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, stell ich da auf jeden Fall auch ein Zelt auf, wegen des Spawnpunktes. Man kann ja nie wissen. Ja. Ein Mist. Marienkäfer, jede Menge. Bei den Ameisen ist nämlich auch einer. Ja, aber ich sehe gerade, wir kommen jetzt nicht richtig gut daran. Richtig, ich habe nämlich auch meine Ameisenrüstung nicht dabei. Aber den Also, Marienkäfer hier, den werde ich mir schnappen. du läufst langsam in den Nebel rein. Denk dran. Ja. Ich merke schon, ich merke schon. Komm, komm. Komm. Los.
Und los. Ich habe doch meine Rüstung an. Wieso bin ich so relativ schwach hier? Oh, wieso hatte ich nur zwei Pfeile? Jo, da haben wir ihn. So, du hast ihn wieder eingesackt. Sehr gut. Ja, sorry. Reflexfinger. Ja, kein Problem, kein Problem. Alles gut. Denn wir brauchen das ja sowieso an der Werkbank, wenn... Und von daher... Möchtest du nochmal? Oh ja. Du kannst mir ruhig auch mithelfen. Denn dass es auch alleine funktioniert, hat ja, glaube ich, denke ich, jetzt hier jeder gesehen. Und auf die Ameisen sollten wir hier aufpassen. Uah. Komm. Ah, du hast wieder den Platz da oben genommen. Auch schön. Na, wir haben schon eine Ameise hier. Ah. Oh, da kommen noch mehr. Ich bin dafür, dass wir hier abhauen. Lauf, lauf. Ja, ja, ich sehe schon. Da bist du ja schneller wie ich. Falsche Richtung. Die knabbern mich hier an. Wir sollten weiterlaufen. Lauf vor, lauf vor, lauf vor. Wir müssten theoretisch nur am Rand vom Nebel laufen. Dann dürften wir zu den Bombers kommen. Ja. Wie viele Bombardierkäferbrocken spawnten da? Oder droppt da? Unterschiedlich. Also mehr wie einer meistens, oder? Ich glaube ja. Das ist gut. Ah, hier sind wir. Da sind wir richtig. Genau, und hier rechts oben ist die Hake. Hake, Hake. Ach da! Ja! Gut, dann sag mir Bescheid, wenn wir in der Nähe sind. Zwecks des Zeltes. Auf dem Stein. Wie? Was? Auf dem Stein. Auf dem Stein. Da sind ganz schön viele hier. Oh, die auch noch. Na komm, los. So. Die nimmst du. Jo, die habe ich schon eingesagt. So, okay. Hier müssen wir hoch. Da kann sein, dass da aber auch gleich zwei davon sind. Ja, dann nicht ganz so schnell. Oh. Jo, den pullen wir. Moment, Moment, Moment. Noch nicht. Denk dran, ich wollte ein Zelt aufstellen. Ach ja, stimmt. Genau. Denn... Wo war es doch gleich? Hier? Nein. Da haben wir es doch. Ha! Dafür hätte ich vielleicht mal Kleeblatt mitnehmen sollen. Oh. Ich helfe dir. Moment. So. Nee, ich hätte Kleeblatt mitnehmen sollen und Sprösslinge. Wobei Sprösslinge ist ja nicht das Problem, die haben wir ja hier. Nur Kleeblatt weiß ich jetzt nicht, ob ich da in der Nähe was gesehen habe. Noch einer. Jetzt sind wir weiter nach da. So. Müssten wir in der Richtung da. Moment. Da hätten wir Kleeblätter. Da ist noch ein Sprössling. Moment, den hole ich mir erstmal. Betten wären jetzt echt nicht verkehrt, weil... Weil? Ich habe schon gut Damage gekriegt. Ja. Tja. Hier haben wir. Okay. Oh, ach da. Manchmal schon ein bisschen krank, wenn man die Map kennt. Ja, das Übliche halt, ne? Irgendwann merkt man sich das. Na, na. So viele brauchen wir doch gar nicht. So, Kleeblatt haben wir da. Ja, lauf noch 20 Meter weiter, wenn hier vorne welche sind. Was? Echt jetzt? Oh. Ja. Ah, nicht gesehen. Er ist mir auch lieber, weil da hinten waren nämlich Ameisen. Und dann... Ja, die tun die ja nicht, solange es keine Krieger sind. Nee, nee, das war jetzt keine. Allerdings, ja, für den Fall der Fälle halt einfach mal... etwas Abstand halten, weil ruckzuck ist ja eine Kriegerameise da. Na komm schon. Wo haust du hin?
Na, nicht komm. Da, wo sie hin soll. Ja. So. Okay. Ja. Dann sind wir ja da bei dem Farbeimer. Ja, da denn hier. Genau. So, ich würde sagen, hier das Zelt. Okay. Machen wir doch. Essen oder trinken muss ich schon wieder. Wo ist es da? Konstruieren. Positionen und bauen. Ja, da haben wir es. Nur, wir haben es 15 Uhr, also mit Schlafen ist ja jetzt momentan noch nichts. Spawnpunkt haben wir. Also ich. Du auch? Ja, klar. Okay. Sehr gut, sehr gut. Dann noch die Keule raus. Vorbereitung ist alles. So. Ah, nee, Moment. Halt. Ah, schnell essen. Worse than my mom's Brussels sprouts. Don't even need to boil it. Okay, das hat so nicht viel gebracht irgendwie. Und Durst hat er jetzt auch. Muss man eine Menge essen. Ja, das ist echt viel. Okay, gut, auf geht's. So, jetzt auch nicht zu weit nach hinten laufen, weil da ist auch Gift. Okay. Siehst, da haben wir zwei Stück. Warte mal, lass mich den da runterpullen. Achso. Hab ich da. Hast du somit getan, alles klar. Weg! Was? Okay. Wenn er dieses komische Geräusch macht, dann will er giften. Jetzt! Weg! Ah, nein! Ich dachte ja nicht, dass es dann direkt hier landet. Oh, nö. Okay, dein Counter freut sich. Nein. Fuck. Ich meine, Mist. Hat fast geklappt. Jo, da bin ich. Nee. Den lassen wir weiter runterholen hier, oder? Ja. Ah, sehr schön. Haben wir. Au! Oh, jo, komm her. Ja, gleich haben wir dich. Juhu. Juhu. Was haben wir hier? Quarzit? Nee, Kiesel. Na gut, nehme ich trotzdem mit. Und den pullen wir uns runter hier, ne? Ja, aber denk, wir sind beide fast tot. Oh ja, stimmt. Aber da hinten ist auch pure Wissenschaft. Und ich sehe die Haustür, ich sehe das Haus. Ist mir vorher gar nicht so richtig aufgefallen irgendwie. Oh. Wenn ich mir jetzt die pure Wissenschaft hole. Oh, ich krieg Schaden. Nein. Wenn ich mir jetzt die pure Wissenschaft hole und der mir hinterher rennt, aber wir laufen weg, dann sollte es doch eigentlich funktionieren. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe, weil da vorne ist nämlich schon das Gift. Und lauf. Ja, nicht sterben. Auf geht's. Lauf. Oder? Ja, sollten wir machen. Ui. So, wir brauchen Saft. Also Harz. Ja. Und Grasfasern. Dann können wir kleine Verbände machen. Kleine was? Verbände. Ach so. Ah, nein. So. Ich werde hier angegriffen. Das ist nicht so schön. Hast du schon. Na, ich muss aufpassen. Ich bin wirklich fast tot. Ja, ich auch. Ach so. Oder willst du, dass das kleine Mädchen sich hier in Gefahr begibt? Ne? Ja, nee, ich heb dich ja heute noch auf. Ist ja kein Problem. Nicht darunter. Ich vermute, der Sprung nach unten würde mich jetzt zerreißen. Ich sehe hier auch leider aber nirgends ein Stück Holz. Aber weißt du was? Ja, aber weißt du was? Wir machen uns jetzt auf den Rückweg, analysieren. Ja, das ist eine gute Idee. Würde ich sagen. Okay. Und da ist die Basis hier. Oh, Gefahren okay. Ignorieren, überall durchlaufen, würde ich sagen. So, sammle hier gleich das Zeug mit ein.
Ja, ich bin dabei. Na komm. Ja, alles wieder im Boden verschwunden hier, klasse. Nee, 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 die fallen runter. Nee, und die das... so verschwinden, die sind keine wirklichen Saftdinger. Okay. Ja, also hier sind einige im Boden verschwunden und ich habe nicht gesehen, dass sie wieder rausgekommen sind. Nee, das sind dann aber wirklich keine Safttropfen. Ja, oder eben halt, dass die in den Dings gebackt sind. Ah, ja. Nee, nee, die verschwinden wirklich komplett. Also, so, da kommen ja jetzt nicht 8, 10, 20 Teile raus. Okay. Bombardierkäferbrocken. Analysieren. Wie ich höre, hast du gerade Ärger am Hacken. Was haben wir denn hier? Ausgestopfter Bombardierkäfer. Dürrgestell. Ah, schön. Und schließen. So, kann ich dir helfen? Nö, nicht mehr. Werden wir hier drin auch angegriffen? Nö, war da oben welche. So, warte mal, was brauchen wir jetzt fürs Dürrgestell? Einfach mal, da ist es. So, Bombardierkäferbrocken. Na super. Und grobes Seil. Naja, das ist ja nicht so schlimm. So. Was haben wir denn da? Ein Platz. Ja, von dem Bombardierkäfer habe ich mir eigentlich irgendwie mehr erwartet. Warte, ich hätte gerne Sachen alleine Rezepte mit dem Vieh erlebt. Wie bitte? Achso, du meinst rezeptemäßig, ja. Ja, ja. Ah! Ich habe ihn nicht gesehen. Also gesehen, als es zu spät war, habe ich ihn gesehen, ja. Na, er war noch zwei. Naja. Hilfe! Was? Hilfe! Immer müssen die Mädchen hier alles machen. Ja. Irgendeiner muss ja arbeiten. Also. Du liegst gleich wieder. Was? Na! Oh, was ist das? Ah, eine Trump-Maske. Hm? Was ist das hier? Uah, nein, nein, nein. Da will ich nicht nur nicht rein, sondern ich will hier nämlich mal hier sein. Ha, nix da. Was haben wir denn hier? Oh. Glühwürmchen? Ja, es wird nach. Ja, dann sollten wir vielleicht auch ein Glühwürmchen nochmal schnell zerhacken. Ja, dann warte mal kurz. Dann. Aufpassen, dass nichts kommt. Und hier ist Ton. Den schnappe ich mir noch schnell. Mal gucken, ob meine Schaufel überhaupt durchhält, weil die ist ganz schön fertig. Haben wir noch irgendwo ein Gras? Da. Ah, nee. Ganz kaputt. Schade. Na gut. So. Komm her. Ich bin doch da. Hä? Ja. Wieso legst du die jetzt raus? Na, zwei für dich. Nee, Moment. Das war die falschen. Die. Ups. So. Ah, Faserverband. Okay, ich muss näher ran. Gut. Dann. Benutze ich jetzt ja das erste Mal übrigens. Ja, erstmal einnehmen, bis sich ein bisschen hochhielt und dann noch einmal. Ja. So. Ein bisschen was passiert, sehr schön. Ich habe nur leider nichts zu essen gerade. Und trinken muss ich schon wieder. Wobei das schon wieder darauf bezogen ist, ja. Wir sind schon wieder so lange unterwegs, dass ich wieder trinken muss. Hinten laufen die ersten Spinnen rum. Wie bitte? Hinten laufen die ersten Spinnen rum. Hm, sehr schön. Aber hinten sehe ich ein Glühwürmchen. Wollen wir da mal hinschwimmen? Oh, wo bist du? Da. Jo. Die ist schon klar, dass die ringsherum auch welche sind, ne? Wo? Guck mal hier oben. Wo? Da leuchtet es. Wo, wo, wo? Moment. Wo leuchtet hier was? Ja, oben. Ich sehe was zu trinken. Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, es fällt mir doch ins Wasser hier. Das wird doch nichts, oder? Oh, fuck. Was machst du? Sterben.
Warum? Wolfsspinne. Wo liegst du? Ich bin komplett tot. Oh. Okay. So. Ja, wir hätten da mal nicht rumschieben sollen, denn wir haben das Vieh ja schon gesehen gehabt. Ja, das ist richtig. So. Das war bestimmt auch der falsche. Ja, natürlich. Doch da eben was rascheln gehört. Da ist er doch. Ah! Vorsicht, bei mir in der Nähe ist er. Oder zumindest eine davon. Okay, ich hole mir mal fix einen Dolch. Ach so, hier kann ich ja gar nicht hauen drin. So, ein Da vorne habe ich doch Larvendolch. auch noch was gesehen. Wo ist es? Ich hab's doch eben noch gesehen. Den Tropfen. Da. Und weg ist der Tropfen. Klasse. Ja, hin und wieder passiert das leider. Aber. Mich wundert ja eher, dass ich den ersten Counter bekommen habe. Ja, das wundert mich jetzt allerdings auch. Wo ist jetzt das Wasser? Ach komm, das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. Ich da eben schon was gesehen? Nee. Es ist Nacht. Ja. Hier. Wo hier? Ah, da. Da Da hier. oben, da oben hast du. Wo Einmal habe ich? hochhüpfen. Hier. Da guck doch mal nach oben. Ja, aber so hoch komme ich nicht. Ups. Nö, das war die Doch. falsche. Doch. Safety first. Und wo ist der Tropfen? In meiner Hand. Ach so, du hast ihn aufgenommen. Ja, auch nicht schlecht. Aber weißt du was? So, hier. Ich mach eins. Ich rüste. Ah, ich hab da noch Trinken. Na. Verbrauchen. Dann heb ich meins wieder auf So. und trink selber. Ich hatte doch vorhin was eingepackt. Ja. Nimm mir einfach hiervon was mit. Jo. So. Dann die Keule wieder raus. Okay, ja. Auf, dann lass uns mal schnell noch einen Der erlegen. Spinne. Wo ist die Spinne? Der hier vorne irgendwo. Ja, die höre ich gerade nicht. Na gut, Doch, geh das wird. vor. Ja, das wird. Bin zuversichtlich. Da ist übrigens ein Tropfen. Ja. Müsste doch das da sein. Ja, auch weg. Super. Hier ist noch einer. Also ein Tropfen. Ja, aber auch ein Käfer. Hä? Glühwürmchen. Lass uns den Ja, und? runterholen. Ich hoffe, ich habe genügend Pfeile dabei. Macht eigentlich besondere Angriffe? Ja, die spucken. Ja. Gar nicht so leicht, die zu kriegen hier. Geht es so? Nee, auch nicht so. Na, hätte ich das gewusst, hätte ich hier noch schnell ein Zelt aufgestellt. Es hängen überall die Pfeile, aber getroffen hat er nicht. Na. Komm, komm, komm. Oh, nö.
triff doch mal. Überall hängen jetzt hier die Pfeile rum. Haben wir ihn? Ja. Ah, super. Hinter dir! Oh, was war das? Noch einer. Komm, lass uns abhauen. Lass uns abhauen. Ich bin schon längst weg. Wie bitte? Ich bin schon längst weg. Ach so. Ja, clever. Lass uns schnell weg. Ich bin schon in der Basis. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich nur schnell was zu essen finden. Am besten unterwegs, oder? Ja gut, ich habe nämlich auch Hunger. Ja. Aber guck mal, die Basis ist so... Das müsste doch die Basis sein, ne? Ach, da bist die du. Die 414? Ja, das ist das Rosenblatt auf jeden Fall, genau. Lila ist das Rosenblatt. Obwohl, eigentlich wäre... jetzt schon besser, wenn wir jetzt was zu essen hätten. Weil ich habe nur noch die Hälfte an Ausdauer. Auf Max. Ja, ich auch, ich auch. Oh, verdammt. Ah, was greift mich jetzt an? Bestimmt hier wieder die Milben. Ja, und hinter uns ist ein Bomber. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Lauf, Pete! Ah, da komme ich doch wieder nicht durch. Okay. Die Milben scheinen weg zu sein. Profis bei der Arbeit. Puh, lauf, lauf, lauf. Den dann denn gleich direkt ins Wasser springen. Inwiefern jetzt direkt ins Wasser? Na, weil die Rollspinne da patrouilliert. Ach so. Du meinst, ich sollte nicht riskieren, heute den Counter hochzutreiben? Ich meine, du kannst du gerne versuchen. Aber du weißt, wo dein Spawnpunkt ist, ne? Ja, der ist weit weg. Das ist richtig. Ja, das ist ungeschickt. So. So. Na, komm. Komm. Schöpfen, schöpfen. Ja. So. Da ist auch noch was. Ach, das trinke ich jetzt. So. Okay, Richtung Wasser bin ich schon. Haben wir in der Basis überhaupt noch was zu essen? Glaub nicht, ne? Natürlich, ich hab doch alles schon gebracht gehabt, letztes Mal. Stimmt, ja. Na, da oben bist du. Sehr schön. Gut. Du. Sollte ich mal gleich in... Ja, doch. Ich analysiere gleich. Doch, das ist die bessere Idee. So. Lauf, lauf, lauf. Also ich warte erstmal, bis mein Essen fertig ist. Weil da kommt nämlich auch eine Spinne. Ja. Zwei, wie du weißt. Wie bitte? Was meintest du gerade? Sogar zwei Spinnen, wie du weißt. Zwei sogar. Ja, kann sein. Ist mir jetzt vielleicht nicht aufgefallen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Habe ich den Leuchtkäfer nicht aufgenommen? Nee, den habe ich. Ah. Ist ungeschickt. Ich stehe hier am Analysiergerät und du hast das. Dann komme ich doch schnell zu dir. Gut, dann beeil dich, dann bleibt das Fleisch für morgen früh noch frisch. Jo. Ja, außer wir verhungern nicht beim Schlafen. Nee, sollte nicht. Nein! Das war's. Ich bin genau reingelaufen. Also, sie kam um die Ecke. Also doch einmal essen. Gut, dass ich jetzt Spawnpunkt gesetzt habe. So, wo bist du? Ich lieg in der Nähe vom Labor. Ich meine jetzt die Spinne. Na, ich habe nicht gesehen, wo sie hingezogen ist. Ich habe mich so erschrocken, ich bin plötzlich im Inventar gewesen. Uff. 11 Sekunden noch. Na, da bist du ja. Na? 9? Ja, da bin ich. Puh, danke dir. Dann können wir auch analysieren gehen. Okay. Oh, Mutation entdeckt. Verlässlicher Freund. Na, geht doch.
Erfolge sind immer gut. Was macht die überhaupt? Wo war das? Status. Technische Saucherlunge. Wer das nicht erfreut, Leben am Rasenlimit bedeutet immer wieder Rettung in letzter Sekunde. Und du bist mittendrin. Muskelgedächtnis, Hoffnung und Entschlossenheit hilft dir und deinen Freunden immer wieder aus der Patsche. Plus Wiederbelebungstempo. Ja, die Mutation habe ich jetzt auch erstmal aktiviert, weil mir ist aufgefallen, dass ich ja gar nicht so kräftig bin, wie ich mal gewesen bin. Also warum, wieso auch immer, es war nicht mehr aktiv. Und ja, dann auf geht's, analysieren. Phosphorisierender Schleim. Glühwürmchen, Kopflampe. Oh, cool. So, denn noch das hier? Und verrottete Larvenklinge, aha. Ja, die habe ich da gefunden. Irisierende Schuppe. Ach, das ist auch von dem, Vom Glühwürmchen. Genau, Glühwürmchen. Genau, so. Ausgestopftes Glühwürmchen braucht doch keiner. Dann lasst uns mal zurück. Du gehst vor. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt fix in die Basis. Dann, dass wir uns ausruhen können für das nächste Mal. Also, wenn es euch gefallen hat, nehmt noch ein Abo mit. Kommentiert, wie es euch gefallen hat. Was haben wir falsch gemacht? Was haben wir richtig gemacht? Irgendwas. Und ja, wenn noch ein kleiner Daumen hoch dabei rauskommt, wäre das echt schön. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tiny Pete's ready for some tiny rest.